Ireland after 3 hours and 49 minutes on court. Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück mit einer neuen Folge von Topspin. Es geht weiter mit den US Open und dem Viertelfinale. Wir müssen ran gegen Francis Tiafoe, ein wirklich guter Spieler. Weltrangliste Platz 4, also genau eine Position vor uns. Hier ist aktuell der Turnierbaum nochmal für euch. Medvedev wird wahrscheinlich dann unser Gegner sein im Halbfinale, falls wir uns hier durchsetzen sollten. Auf der anderen Seite ist Alcaraz und Taylor Fritz sind beide noch mit dabei. Wir schauen heute mal ganz kurz auf unseren Gegner. Also, Aufschlag 79, auch ein Spieler, der sehr, sehr groß ist, 1,88, 86 Kilo, schwer, Power 78, Schnelligkeit, Ausdauer, Reaktion, das ist alles eher so im unteren Bereich. Also ich muss hier echt auf den Aufschlag und auf die Vorhand aufpassen. Ich hoffe, ich kann mich durchsetzen gegen ihn. Rein geht's. Bisher hat mich mein Aufschlag sehr gerettet in diesem Turnier. Selten so viele Asse geschlagen. Wenn das seine Vorhand ist, dann gute Nacht. Wow. Es wäre ja auch irgendwie schon fast zu leicht, wenn ich jetzt hier direkt mein erstes Grand Slam gewinnen würde. Ich gebe aber mein Bestes, dass wir zumindest so weit wie möglich kommen. So. Bin drin im Ballwechsel. Ich muss eigentlich... Aber man merkt auch schon, er umläuft die Rückhand, versucht so viel es geht wie möglich mit der Vorhand zu spielen. Kriege ich rüber. Slice. Auch der ist gut. Und jetzt kommt der Angriffsball. Und der nächste Punkt für uns. 30-15. Okay. Wir haben noch nicht mal ein Spiel gespielt. Er setzt sich schon auf den Boden. Den kriege ich gerade eben so irgendwie rüber. Ich hab's befürchtet. Nein, er gewinnt sein erstes Aufschlagspiel. Und jetzt kommt meins. Und ihr wisst, wie wichtig das ist. Dass ich hier einfach liefere. Nein. Falsche Ecke ausgesucht. Ich kann mich einfach auf meinen Aufschlag durch die Mitte, da kann ich mich drauf verlassen. Und auf den kann ich mich auch verlassen, auf meine Rückhand. Der Aufschlag durch die Mitte ist brutal. Aufschlag durch die Mitte, wir brauchen das Ass. Wow, war der wirklich drauf? Ich habe den im Aus gesehen. Egal, nehme ich gerne mit. Komm, jetzt. Das ist so brutal, was die für Bälle spielen teilweise. Ja, der ist zu gut. Zu gut und zu flach. Kriege ich. Jetzt bin ich im Halbfeld, das bringt mir gar nichts. Mein Slice, um das Spiel ein bisschen langsamer zu machen, wollte ich gerade eben sagen. Gar nichts ist langsam. Ja, war klar. Fehler, komplett schlecht getroffen. Ich das hasse. Vorteil 40 beide, Vorteil 40 beide. Ja, das war's. Gewinnt sein Aufschlagspiel. Ich habe einen Satzpunkt gegen mich, Leute. Bei eigenem Aufschlag, den ich abwehr mit einem Ass. Und er macht den Fehler. Danke. Der war sehr, sehr wichtig für mich.
Ich glaube, ich spiele jetzt mal den Kick nach außen. Was macht mein Spieler? Hallo, es geht gerade nicht, der Aufschlag mit dem Stick. Absolute Katastrophe. Gott, und irgendwie beschert mir das gerade eben diesen Punkt und damit dieses Spiel. Keine Ahnung, was da gerade eben los war. Na gut, das ist ja im Auswahl, den hätte ich niemals gekriegt. Doppelfehler. 15-0. Nehme ich doch gerne teil. Und er macht wieder den Fehler, weil ich den sehr, sehr lange an die Grundlinie spiele und damit habe ich einen Breakball. Den treffe ich perfekt. Den treffe ich perfekt! Mega! Oh mein Gott, was war das bitte? Den kriege ich sogar noch rüber. Ja gut, das war dann nur noch Formsache für ihn. Kriegt er locker. Ich habe irgendwie nicht richtig genügend Dampf auf dem Kessel. Jetzt mal. Oh oh. Unsere Energie von beide haben keine Energie mehr. Ich krieg den rüber gechippt. Ich brauche nur einen guten Ball. Yes! Wow. Ich wollte gerade sagen, es wird mal Zeit wieder für ein paar Asse, Freunde. Zu weit in die Mitte gezogen. Der ist gut. Der ist gut. Und damit habe ich zwei Satzbälle. Habt ihr den Slice gesehen? Wenn der auf die Linie kommt, dann kommt er da niemals mehr ran. Ruhig jetzt ein paar Kontrollbälle auch, weil er haut so viel drauf auch. Ja, und er macht den Fehler. Ich gewinne den ersten Satz. 4-2. Ja, 88% meiner ersten Aufschläge gebracht. Ich habe... Nee, sorry, ich bin auf der falschen Seite gewesen. 82% habe ich gebracht. 8 Asse gespielt. Yes! 40-15. 2 Breakbälle. Bin gerade komplett drinnen. Der ist auch wieder gut. Ich wusste, dass du ihn da hinspielst. Stoppball. Das Feld ist offen. Und das war's. Nächstes Break. Macht den Fehler. 2 Matchbälle. Und damit würde ich im Halbfinale der US Open stehen. Leider nur virtuell, Freunde. Leider nur virtuell. Und der sitzt perfekt auf der Linie. Und damit gewinne ich dieses Match. Brutale Vorhand. Erster Aufschlag gut, den bringt er aber zu selten. Deswegen musste er oft auch über den zweiten gehen. Und dann, ja, in den richtigen Momenten habe ich auch einfach meinen Aufschlag gebracht. Oh, ich bin verletzt, Leute. Bring deine Energie wieder auf 100% oder warte ein paar Monate, um die Verletzung auszukurieren. Sag mir jetzt nicht. Ich habe ihn neulich beim Training getroffen und er hat mir gesagt, dass er sich in letzter Zeit nicht so gut fühlt. Oh nein. Es klingt, als hätte er sich zu sehr angestrengt und sich dabei verletzt.
Vielleicht sollte er es langsamer angehen lassen. Stimmt. Wenn man ehrgeizig ist, nimmt man nicht gerne eine Auszeit. Aber trotz Verletzung zu spielen, kann alles noch schlimmer machen. Letzten Endes ist es seine Entscheidung. Er kann trotz allem weiterspielen, wenn er das will. Aber sein Spiel könnte darunter leiden. Dein MyPlayer hat eine leichte Verletzung erlitten. Effekte, Schnelligkeit minus 5, Ausdauer minus 5. Denk daran, dass sich das Risiko erhöht, wenn du weiterspielst, ohne dich vorher auszuruhen. Ich kann mich nicht ausruhen. Ich stehe gerade im Halbfinale der US Open gegen Medvedev. Willst du mich verarschen? Ich spiele weiter. Selbst wenn ich mich jetzt schwer verletze, dann muss ich halt ein paar Monate Pause machen. Boah, ist das gerade bitter. Das muss ich jetzt einfach ausblenden, diese Meldung. Kommt direkt das erste Ass. Ich kann ja jetzt nicht mit Handbremse spielen. Ich muss ganz normal spielen. Nicht vergessen, das letzte Mal gegen Medvedev habe ich auf hoch gespielt, Schwierigkeit. Jetzt sind wir bei sehr hoch. Also das ist jetzt hier ganz klar unser schwerster Gegner bisher. Was ist, ey? Meine Schläge kommen gerade aber brutal, ey. Ja, Freunde, ich glaube, das wird unser Ende bedeuten in diesem Turnier. Weil wie willst du gewinnen, wenn dein Spieler so schnell die Energie verliert? Also ich meine, ich spiele hier gegen einen absoluten Topspieler. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Kontrollbälle spielen. Kommt. Ich brauche jetzt meinen ersten Aufschlag und zwar andauernd. Nummer 1. Nummer 2. Stoppball. Genau in der Hoffnung, dass er ihn mir dahin spielt. 1-1. Ich werde alles versuchen, Freunde, um dagegen zu halten. Man kann sich eine leichte Verletzung doch auch rauslaufen. Ich hoffe, das hat das Spiel auch sich mit reingenommen. Diese Grossbälle von ihm sind der Wahnsinn. Der ist sehr gut. Ja, komme ich nicht mehr ran. Ich werde es irgendwie über den eigenen Aufschlag, über den Tiebreak und so weiter regeln müssen. Wenn ich ins Finale kommen sollte, wäre das der absolute Wahnsinn. Kriegt er nicht mehr. 40-15. Eigentlich will ich gar nicht kämpfen, wenn der schon mit 40-0 führt. Das ergibt gar keinen Sinn. Vor allem mit der leichten Verletzung. Der Stoppball ist gut. Der ist so... Oh ja. Das ist unglaublich. Stoppball. Ich zerstöre meine Energie für einen Punkt, den ich am Ende wahrscheinlich nicht mal gewinne. Das war mir klar. Oh Gott, der schlechteste Stoppball, den ich je gespielt habe in meiner ganzen Karriere. Und er macht den Fehler. Oh mein Gott, den Aufschlag, den habe ich komplett verzogen. Der ist gut. Wir gehen ins Aus. So, Tiebreak, Leute. Boah, was ein erster Ball. Slice kommt. Der perfekte Stoppball. Ich wusste, dass er ihn darüber spielt. Und mein Spieler ist tot. Mein Spieler ist tot. Es ist vorbei. Ja, ich verliere den ersten Satz, den Tiebreak mit 7-0. Komplett verdient.
Second set. 15 love. 30 love. 40 love. Das ist auch geil. Ich schlag 4 Asse hintereinander. Uh-oh. 30-0, Leute. 2-1-Führung für mich. Der Slice kommt. Und der kommt auch wieder. Ich habe 3 Breakbälle und damit 3 Satzbälle. Slice. Das ist die perfekte Antwort. Den kriege ich nur so ins, ja, den kriege ich nur so halb reingespielt. 40-15. Oh, was ein Aufschlag. Bitte, ich brauche meine ersten Kontrollbälle, damit ich ohne Energieverlust reinkommen in diesen Ballwechsel. Slice. Er macht den Fehler. Ich gewinne den zweiten Satz, Leute. Ich bin drin. Ich schlag das Ass. Es gibt einen super Tiebreak. Oh mein Gott, ich habe gerade nicht aufgepasst. 1-10. Fehler. Er macht den Fehler. Meine Aufschläge müssen jetzt kommen. Und der erste kommt. Und der zweite kommt auch. 4-1. Slice. Krieg ich nicht. Es ist egal. Wenn ich ihm eins klauen würde, es wäre absoluter Bonus. Ich muss nur meinen Aufschlag durchkriegen. Und dafür brauche ich im Optimalfall nicht mal Energie. Der sitzt. 5-2. Meine Aufschläge sind so brutal. Der kommt nicht. Der kommt. Und was für ein Geschoss, Mann. 7-2. Nur noch 3 Punkte und ich gewinne das Match. Der kommt auch wieder gut. Slice. Den treffe ich super. Auch der. Was passiert hier gerade eben, Leute? Ja, und dann habe ich keine Chance. Ruhig, ganz ruhig. Powerbälle spielen. Energie gerade eben am wichtigsten. Vor allem, wenn er aufschlägt. Egal. Ich muss wieder meinen Aufschlag bringen. Kostet mich das viel Energie. Slice. Und der sitzt. Der sitzt! 8-4. Ah, der war ein bisschen zu weit raus. Der ist perfekt auf der Linie. Ich habe 5 Matchbälle. Und ich treffe den Rahmen. 4 Matchbälle nur noch. Zwei Aufschläge. Der erste Fehler.
Das ist ein sehr, sehr guter Slice. Das ist ein sehr, sehr guter Slice. Und ich stehe im Finale. 4-3 verloren, 3-1 gewonnen und dann den Super Tiebreak mit 10-6 gewonnen. Ich kann's nicht glauben, Leute. Ich habe innerlich aufgegeben nach dem ersten Satz und dann irgendwie kam ich da wieder rein. Yes! Yes, 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 yes! Wirklich, falls ihr euch überlegt habt, es euch zu holen, holt es euch einfach. Es macht so Spaß. Ich spiele es ja nicht nur mit euch, ich spiele es ja auch privat tatsächlich. Es ist so geil. Es ist so geil. Natürlich habe ich jetzt gerade auch voll den... Ja, okay, Erholungsphase, Ermüdungsbruch im Ilosiakralgelenk, Erholungsphase 4 Monate, du musst dich ausruhen, bevor du wieder spielen kannst. Sag mir jetzt nicht, dass ich abbrechen muss. Die Nachrichten klingen nicht gut. Es gibt nicht viel, was der Spieler tun kann, außer sich auszuruhen und sich intensiv um sich selbst zu kümmern. Wenn er medizinische Fachleute zur Verfügung hat, sollte er sie ihre Arbeit machen lassen. Und wenn er ein Zuhause hat, in das er sich zurückziehen und eine Auszeit nehmen kann, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Das ist in der Tat sehr ernst. Und die ganze Tenniswelt schaut zu. Als Spieler muss man sich wirklich um die eigenen Bedürfnisse kümmern. Die Support-Teams nutzen, sich Ruhe gönnen und einen durchdachten Zeitplan aufstellen. Tut man das nicht, kann es zu Verletzungen kommen. Körperlich kann man die Anstrengungen der Saison nur so überstehen. Deshalb betonen wir immer, wie wichtig es ist, sich auszuruhen. Ein Turnier zu spielen ist natürlich der beste Weg, um sich zu verbessern, aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Wir hoffen auf jeden Fall sehr, dass er sich vollständig erholt. Aber Freunde, ich bin mit 100% Energie in dieses Turnier reingegangen. Dein Spieler hat eine schwere Verletzung erlitten und kann erst nach dem Ausruhen wieder spielen. Du kannst entscheiden, wie lange du dich von deiner Verletzung ausruhen und Energie regenerieren willst, aber während dieser Zeit nimmst du an keinen monatlichen Events teil. Aber das Finale kann ich jetzt schon noch spielen und auswählen. Ja, aber was soll das jetzt werden? Ich bin verletzt. Dein Spieler ist verletzt und kann erst nach dem Ausruhen wieder spielen. Du musst aufgeben. Und damit gewinnt Taylor Fritz dieses Turnier. Ich habe den Schwierigkeitsgrad Experte freigeschalten. Es ist sicher schwierig, sich nach mehreren Niederlagen zu motivieren. Bestimmt. Deshalb habe ich auch beschlossen, mich vom Spielfeld fernzuhalten und Podcasts zu machen. Ich dachte, weil du meine Gesellschaft magst. Egal. Die meisten Coaches werden dir raten, weiter zu trainieren. Dadurch wird das Muskelgedächtnis gestärkt, das dir auf dem Platz zum Erfolg verhilft. Das ist gerade hart, Leute. Das ist sehr, sehr hart. Es ist alles gesperrt, es ist alles geblockt. Mein Team ist noch 7 Monate am Start. Tja, und ich kann im Endeffekt 2 Monate lang mich ausruhen. Aber dann bist du immer noch schwer verletzt. Du bist zwar wieder komplett erholt. Das bedeutet, ich muss eigentlich alle Attributspunkte, die ich habe, in die Ausdauer investieren. Und ich muss schauen, dass mein Team so gut wie möglich aufgestellt ist, wenn es um Verletzungen geht. Nichts. Ach komm, ein bisschen netter könntest du schon sein. Ja, er hat unsere. Ich bin wieder fit. Genau im Januar, Leute. Was war das bitte für eine Folge? Erstes Spiel gewonnen. Geiles Match. Dann gegen Medvedev. Ich bin eigentlich schon raus gewesen. Und jetzt bin ich verletzt und musste das Finale aufgeben und konnte gegen Fritz gar nicht antreten. Das wäre eventuell mein erstes Grand Slam gewesen. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass so viele wie möglich dieses Let's Play sehen, weil, ey, ich dachte einfach, wir spielen ganz entspannt Topspin, aber was hier abgeht, ist teilweise komplett irre. Egal, Leute, ey, ich habe dieses Match noch gewonnen. Ich weiß nicht wie, dass ich am Ende dann das Finale nicht einmal spielen kann. Ist bitterböse, aber gehört auch zur Realität dazu. Wir müssen schauen, dass wir fit sind. Ich bin mit 100% Energie in dieses Turnier reingegangen und ich muss schauen, dass ich mein Team bestmöglich aufstelle, damit ich einfach sowas auch irgendwie abwenden kann.
Wir müssen auf das nächste Grand Slam hoffen, was wir dann hoffentlich gewinnen können. Ob ich da allerdings dann nochmal alle Runden spiele, das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich bei den Grand Slams immer so irgendwie ab Viertelfinale, Halbfinale dann erst reingehe mit euch. Für den Moment bin ich gerade eben einfach nur fertig. Danke fürs Reinschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao. After 3 hours and 49 minutes on court.